So, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen auf YouTube, auf dem Uncut-Kanal. Weiter geht's in Silent Hill 2. Der Livestream-Chat ist wieder am Start. Also, wenn ich mit Leutchens rede, dann wisst ihr Bescheid, dass ich mit dem Livestream-Chat rede. Und wir machen weiter mit Silent Hill 2 Remake. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, wo, was. Ich weiß nur, dass wir im Gefängnis angekommen sind, wir einen Gewehrschrank haben und einen hirnlosen Ochsen. Also ich, quasi. Aber die meinen mich nicht. Zum Glück, diesmal bin ich nicht gemeint. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie viel vom Spiel noch kommt. Ich würde es gerne wissen, also zeitmäßig würde ich es gerne einschätzen können. Aber im Chat stand mal, dass das ganze Spiel wohl nur 8 Stunden gehen soll. Und wir sind jetzt schon bei 11. Und ich würde sagen, ich stelle mich eigentlich nicht so blöd an. Wieso läuft er eigentlich so langsam? Warum kann man nicht mehr rennen? Habe ich es kaputt gemacht? Wir spielen ja immer noch den No-Gun-Run. Komm her, renn ich weg. Bleiben Sie mal liegen. Das war der Knaller, wa? Ah! Kümmerliches Wesen. Zu oft gestorben. Bei deiner Spielweise bestimmt soll wohl er 955. Hä, wieso? Ja gut, die ein, zwei Rätsel, die wir mal verkackt haben, da bin ich im Kreis gelaufen und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ist okay, kann ja mal passieren. Was haben wir denn hier schon wieder? Da sind die Augen zerkratzt vom Eber. Okay. Tatsächlich bin ich aber noch nicht einmal gestorben, oder? Noch ein einziges Mal bin ich gestorben. Ich finde immer, die Rätsel sind manchmal... Ich finde es ja eigentlich... Wieso rennt der nicht mehr? Wie, was musste ich denn drücken zum Rennen? Ach da! Hab die Taste gefunden. Nichts passiert, Leute. Wir können wieder rennen. Ich bin halt ganz schön schreckhaft, verdammt. Sind diese zusammengenähten Beine hier wieder eigentlich irgendwo? Oh, warte mal. Da war irgendwo was. Hallo? Entschuldigung? Da drinne. Hallo. Komm mal raus. Kannst du drin gucken. Der Spuck jetzt aber nicht durch die Wand, mein Freund. Huch, falsche Taste. Hör doch mal auf jetzt. Das stinkt. Wasch dich mal. Wenn ich das sehe, finde ich es gut, dass ich es nicht mehr spiele. Doch zu gruselig. Findest du? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde nur, dass die jetzt quasi, also wie lange spielen wir es jetzt? 11 Stunden. Jetzt fangen sie mal an, Jumpscares rauszuholen. Jetzt, weißt du? Das habe ich mir von Anfang an gewünscht. Ich weiß, viele beschweren sich immer, Jumpscares, Jumpscares. Sind mir zu einfach, das ist zu simpel. Nee, ich will doch so ein Horrorspiel spielen, um mich zu erschrecken. Diese Zelle soll bis Dienstag gereinigt werden. Sieh zu, dass die Knackis bis dahin erledigen, okay? Der Vormieter wurde auf Befehl des Aufsehers in den Todestrakt verlegt. Aha. So. Ich finde tatsächlich, so gruselig ist es gar nicht. Ich finde, man merkt, dass es einfach nur ein Remake ist von einem Spiel, was damals halt... Was war das? PlayStation 2 oder so? Ich weiß gar nicht mehr. No Gun Run, also ohne Schusswaffen. Yes. Angeblich kriegt man eine Trophäe. Das Problem ist nur, ob die wirklich die abgefeuerten Schüsse zählen als Trophäe. Beziehungsweise irgendwie auch ein anderes Ende. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Irgendwas hatte ich den Eintrag gelesen. Ich weiß noch nicht genau, ob die abgefeuerte Schüsse zählen, weil dann habe ich schon verkackt, weil ich habe einmal auf ein Schloss geschossen. Oder ob die zählen auf Gegner. Das ist einfach nur dunkel und das ist ein Labyrinth hier gefühlt. Oha, Sammy, Alter. What? Da blinkt aber die Bude. Dankeschön für 10 verschenkte Subs. Alter, Sammy, da blinkt die Bude, ich sag's dir. Liebe geht raus. 10 Subs an die Community. Spielkarte Community. Dankeschön, Sammy. Oh, das hat aber wenig geblinkert. Ich dachte, das blinkt öfter. Oh, das können wir wegmachen, so. Frauen und Technik. Also ich. So. PS2? Ich bin auch der Meinung PS2, oder?
Alter, das ist einfach nur dunkel. Guck mal, du läufst einfach ins Dunkle. What the fuck? Da ist ein rotes Licht. Ah, da kann man auch noch speichern, das heißt nichts Gutes. Ja, wenn sich jemand auskennt, dann Mario D. Auf jeden Fall. Okay, wir bleiben einfach an der Wand. Da kann uns nichts passieren. Da kann ich mich nicht verlaufen im Tiefdunkel. Hey, was ist das? Ich sehe nichts, Leute. Oh, oh. Da kreucht was. Ich renne einfach. Bin viel zu schnell dafür. Für das Vieh. Was auch immer es sein mag. Ja, kam später für die... Wo bist du denn? Hallo? Ich höre doch Schritte. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach, warte mal. Das ist dieses Versteckvieh, oder? Von den Schritten zu urteilen? Bestimmt hier in der Mitte irgendwo versteckt. Entschuldigung. Kein Objekt. Was brauchst du denn da für ein Objekt? Nebel oder was? Zieh einmal am... Ich höre Schritte. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unten den Sünden jeweils. Was? Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten. Schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht. Du bist nun ihr Richter. Warte mal, beim Schwein hatten wir keine Augen, richtig? Also nicht sehen wahrscheinlich. Müsste man sich wieder auskennen hier mit diesem Glaubensgedöns, mit Tugenden und Sünden und... Ich höre Schritte, Leute. Ich sehe tote Menschen. Aber eigentlich höre ich missgebildete Schritte. Wo bist du, du Sausack? Ich höre dich doch. Ich spring von oben einfach runter und dann packe ich dich an deinen Hörnern. An deinen Ohren packe ich dich und dann reite ich mit dir. Ich will das jetzt töten, das geht mir um den Sack mit den Sch... Oh, ich kann hier nicht runter, oh mein Gott. Der Typ ist aber manchmal auch echt unbeholfen. So, wo sind die Schritte? Ich renne jetzt einfach hin. Ich sehe einfach nichts. Von diesem blöden Ringlicht geradezu wäre ich auch geblendet. Wartet mal kurz. Ganz kurz. Da sehe ich ein bisschen mehr. Gleich springe ich wieder vom Stuhl, ich sehe es kommen. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Jetzt lauf doch mal. Warte mal da hinten. Oh, das war sehr nah. Kann es mich jetzt einfach wenigstens einmal anhopsen, damit ich weiß, wo es ist? Lena, macht das Licht aus. Nur feine Nacht. Okay, Video. Ach, guck mal an. Aber wir haben noch nicht alles gefunden. Aber die Schlange haben wir auch gefunden. Aber ich kann mit der Schlange nichts... Alter, dieses Vieh! Hier ist nix! Ich laufe genau dahin, wo die Schritte sind und hier ist nix. Ist das unsichtbar? Hat das einen Harry Potter Tarnumhang? Weißt du, das ist nämlich der Trick daran. Wenn man sich vor was fürchtet, einfach drauf zurennen. Glaub mir, das hat immer geholfen. Dann erschreckt man sich vielleicht mal ganz kurz, aber danach gibt's aufs Maul und dann ist es weg. Aber hier ist nichts, das verarscht mich, das... Also das kannst doch keinem erzählen, hier ist nichts. Das soll ich nur wuschig machen. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr. Ich glaube, da ist auch nichts. Weißt du, ich fühle mich gerade wie Kronk. 50 Stunden im Kreis rennen und mich wundern, warum ich nicht weiterkomme. So, jetzt machen wir wieder Licht an. Muss eh nichts sehen. Aber was? Hä, ich muss jetzt Gewicht dahin packen oder was? Hä? Ich habe ja nur... Ich muss erstmal die Gewichte finden, oder was?
Deswegen schon 11 Stunden. Hey! Nein. Was ist denn jetzt so? Guck mal, hier geht's in den Keller. Muss ich die Gewichte erst finden? Ja, hier ist auch Plus. Vogel hat keine Flügel. Also die Sau sieht nichts, der Vogel kann nicht fliegen. Hier oben war... Ah, warte mal, das notiert er sich wieder, wa? Ich bin immer so dämlich, ich will mir das merken. Obwohl der Typ sich das hier immer aufschreibt. Okay, er schreibt sich nicht auf. Er hat da unten einfach nur einen Vogel... Hä? Dann mal nächste Karte. Ah, guck mal. Augenloser Eber, kopflose Schlange, flügellose Taube, ohrenloser Ochse. Das haben wir schon mal. Wir waren noch nicht in Zelle A1 und A2 und auf der anderen Seite. Und B1 haben wir auch übersehen. Ja, dann ist der Call mit den Zellen ja gar nicht so verkehrt. Chat, ich hoffe, ihr habt das Lösungsheft offen. Braucht bestimmt wieder ein paar Tipps, damit ich mich nicht zu Tode suche. So, hier waren wir noch nicht. Aber es macht für mich eigentlich immer nicht so viel Sinn, weil... Warum sollen jetzt in so einer Zelle, ja, warum sollen da... Warum sollen da denn die Wichte sein? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und ich habe nur ein Gewicht, was ich darauf stellen kann. Das macht halt auch keinen Sinn. Und wie soll ich mich denn... Was soll mir diese Figuren sagen? Ich bin schon wieder komplett überfordert. Ja, das ist der Ochse. Der Hornlose. Du alter Hornochse. So, warte mal. Und hier war noch B1. Guck mal, da ist aber ein Loch in der Wand. Oh, ah. Hab mich nicht erschrocken, Chef. Das war alles für die Klicks. Komm rein, Junge! Wer stellt denn da auch so ein Vieh? Und ich sag's ja, die Jumpscares, die hätte ich mir am Anfang gewünscht. Wie viel Leben haben wir eigentlich noch? Mache ich Spritze? Nee, Spritze wäre dumm. Ist ja auch gemein, das da hinzustellen im Dunkeln. Wer macht denn sowas? Er kriegt halt einfach das Schwarze. Also ich muss mal sagen, Grafik vom Spiel war super. Hab immer nur schwarz gesehen. Ja, jetzt bin ich hier in der Zelle. Und das bringt mir jetzt was? Richtig, nichts. Nichts. So, jetzt waren wir überall. Nee, wir waren in den daneben noch nicht. Was denn? Oh, da ist abgedunkelt. Ich glaube, da will jemand alleine sein. Hm. Ich wollte nicht stören, aber da kommen wir nicht rein. Lass ich das jetzt wenigstens eingezeichnet als... Oh, ich bin so dumm. Ich habe mich verdrückt. Ich habe einmal umsonst Energie genommen. Na gut. Oh, hier können wir die Wand durchbrettern. Okay, habe ich gesehen. Ist notiert, wird umgesetzt. Das heißt, hier rein. Das ist auch zu. Hier rein. Aber warum sollten hier auch Gewichte sein in den Zellen? Das macht echt keinen Sinn eigentlich. Gerade ist ja auch eh nichts anderes zum Spielen da, muss man auch dazu sagen. Ist ja nichts rausgekommen. Aber hier war noch irgendwo das Springvieh. Ich hab dich nicht vergessen. Da unten hockst du doch schon, du kleiner Mieser. Weißt du, was geil ist? Nächste Woche Dienstag kommt endlich Kapitel 3 von Life is Strange raus. Hab ich richtig Bock drauf. Dieser Plot-Twist am Ende war einfach so geil. Jetzt habe ich hier einmal Munition gefunden und das war's, oder was? Bin sehr enttäuscht. Liebe Silent Hill Entwickler, ich bin sehr enttäuscht. Würdet ihr euch mal merken. Und ja, was ich, was meine Meinung ist, ist wichtig. Hm. Der Twist war echt heftig. Oder? Der war mega krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe eine Vermutung. Willst du sie hören oder ist das zu viel Spoiler? Also ich weiß ja nicht mal, ob es stimmt. Deswegen Spoiler kann man auch nicht richtig sagen. Aber es deutet alles auf meine These hin, auf jeden Fall. Macht alles Sinn.
Ist ja gut. Nee. Mario hat gesagt, ist nicht. Dann bin ich ruhig. Aber Lene, du warst doch beim Dings. Du warst doch beim Dingsbums da. Ey, du kannst dir aber selber denken, oder? Kannst du nicht selber denken? Aber ich find's krass. Ich find die beiden Parallelwelten heftig benannt. So mit tot und lebendig fand ich halt auch schon so, okay, kann man machen, muss man auch nicht. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Kapelle? Kantine, waren wir da überall schon? Nee, ich glaube nicht, oder? Wir gehen mal gucken. Ups. Aber Svenja, wenn du ein bisschen Schuss brauchst, war hier so mit 392, kann ich ein bisschen gerne teilen. ja, schon, aber wir können deine... Die habe ich tatsächlich aber gesagt, die Theorie. Während wir das gezockt haben. Da hat die Lene wohl nicht aufgepasst. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Guck mal, da geht's in die Kapelle. Vater unser, der du bist im Himmel. Gib mir ein paar Gewichte, danke. Ich wette, hier springt mich gleich wieder irgendwo so ein Vieh an. Das sie wieder irgendwo um die Ecke platziert haben. Ah. Gewicht gefunden. Schwerstes Gewicht. Okay, nimm mit. Was? Herr Fahrer, sind Sie's? Toll, genau im Weg. Jetzt muss ich warten, bis der Bums weg ist. Habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Schaue ich dann auf YouTube nach. The Quiet Place ist noch ganz nice. Nächste Woche kommt... Ja, Dragon Age habe ich mir angeguckt. Die anderen Teile, da gibt es auch schon mehrere, waren nicht so meins. Aber dann habe ich bei dir ein Video gesehen und das fand ich echt ganz cool. Das sah ganz nice aus. Aber ich bin eigentlich nicht so der... Das ist doch so vogelperspektivenmäßig und dann... Ich habe noch nie Dragon Age gespielt, tatsächlich. Das war immer nicht so mein Genre. Aber das sah ganz cool aus, auch mit den Videosequenzen. Mehr Action jetzt. Okay, dann könntest du mich ja vielleicht auch abholen. Diese Musik die ganze Zeit. Die Häftlinge spüren keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen, sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig wie die Sünder, die sie sind. Ave Maria und so. Eine Spritze. Jetzt haben wir schon 9 Spritzen. Ich habe das Gefühl, wir sind... Für uns ist das Spiel ein bisschen zu leicht. Ich weiß aber auch nicht warum. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach den Gegner-Algorithmus... Angriffsrhythmus durchschaut haben. Frei rumlaufen, frei kämpfen, etc. Okay. Mich leider nicht. War schon bei Mass Effect so. Ich mag lieber Rollenspiele als Action. Ja, aber dieses... Was ist das hier? Weil bei einem Speicherpunkt ist ja nie... Ich auch nicht rein. Wo waren wir jetzt noch nicht? Kantine, also genau hinter mir. Hier waren wir noch nicht. Und da regiert ihr was zum Mittag. Doch, hier waren wir doch. Hier hat er den weggeshootet. Als ob hier nichts in der Kantine ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo ist überhaupt der Dicke hin? Dem vertraue ich sowieso nicht, dem Dicken. Aber ich habe Silent Hill eh noch nicht ganz verstanden. Ich bin der einzige Depp wahrscheinlich, der nicht versteht, ob das hier alles echt ist oder nur in seinem Kopf stattfindet. Und wenn es echt ist... Das kann nicht echt sein. Er muss sich ja irgendwas, muss er sich hier einbilden oder so. Da bleibe ich lieber bei Resident Evil. Ich bleibe bei der Fraktion Resident Evil.
Was ist das schon wieder? Das verstehe ich auch nicht. Dann hat er irgendwelche Eingebungen, so, dann wackelt kurz das Bild, es kommt und dann war's das. Jo, Svenja, mach das. Lass dir schmecken. Danke fürs Reinschauen. Schönen Abend noch. Was ist das eigentlich? Soll ich Frost darstellen oder ist das so ein Schimmel? So, hier waren wir auch. Jetzt haben wir ein Gewicht. Das kann ja nicht sein, dass wir nur ein Gewicht haben. Und vor allem haben wir den Schlüssel fürs Gewehr noch nicht. Nicht, dass wir das brauchen, aber... Aber ich war halt überall jetzt. Da oben ist noch ein Raum. Warte mal. Nicht, ob der offen ist oder zu oder... Der ist Zauf. Zauf ist der. Offen und zu gleichzeitig. Zauf. So, hier oben. Guck mal. Wow. Tja, jetzt waren wir überall. Wir haben nur ein Gewicht gefunden. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Na, oder wir haben ja ein kleines und ein großes Gewicht. Ah, es kann aber was anderes sein. Und zwar, da waren jetzt gerade Lichter über dem... über den Türen mit den Symbolen von den Tieren drauf. Vielleicht schalten wir die hier frei. Zum Beispiel. Dass jetzt die Schlangentür offen ist. Wisst ihr, wie ich es meine? Weißt du, was ich meine? Die Schlangentür, die war... Hier, Junge. Hier oben. Da. Ja, da ist jetzt auch ein grünes, weißes Licht. Ich bin manchmal echt schlau. Chat. Das müsst ihr jetzt einfach mal zugeben. Das kann man jetzt auch nicht mehr... Das ist einfach... der Todestraktstuhl-Dings. Ey, was bist du oben an der Decke? Das ist jetzt unfair. Dann kommst du runtergesprungen, oder was? Es ist einfach weg. Wie kann das denn weg sein? Da ist es auch wieder rumgekrabbelt. Wie kann es denn weg sein, weg sein? Es kann doch nicht versteckt sein. Zur Erinnerung an alle Wachen. Ab sofort ist es für alle verpflichtend, das überarbeitete Wartungshandbuch der Generatoren zu lesen. Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist, als eine Stromspitze, gab, obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden. Es wird keinen weiteren Vorfall geben. Okay. Wenn du das sagst, Chef? Tja, ohne Waffe ist das jetzt schwierig, wa? Alter, die Mucke. Ich habe es runtergetriggert. Wo ist es hin? Alter, die Mucke macht mich irre.
So, jetzt kannst du wieder aufhören mit der Musik, weil jetzt sind die alle tot. Auf jetzt zu schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack. Boah, Alter! Ich seh's halt einfach nicht. Das ist zu. Das ist zu. Jetzt ist aber hier noch böses kleines. Also manchmal ist dieser Triggerpunkt zum Aufheben, aber auch manchmal so ein bisschen schön. Wie viel brauchen wir denn? Gelb. Brauchen wir. Oder rot. Weiß ja nicht, was die von mir wollen jetzt. Sollen wir rot triggern? Ich habe keine Ahnung. Oder sollen alle umgelegt sein? Was ist hier noch? So, wie kriegen wir jetzt die Zellen auf? Chat, was denkt ihr, was für eine Farbe brauchen wir da?
Hund. Achso, aber das ist vielleicht... Aber jetzt ist er ja wieder aus. Ob nicht, dass er aus sein soll. Oder wirklich rot. Triggern. Triggern mal rot. Hört sich gut an. Ich glaube, das war's. Was ist dazu? Jetzt muss ich da lang. Schon mal so ein Krabbler an der Wand, oder? Gruselt ihr euch eigentlich, Chat? Seht ihr das gruselig? Bald werden wir zusammen sein, Familienfoto. Quebec, hast du seitdem eigentlich nochmal Nordhold gespielt? Da soll es wohl jetzt ein Update gekommen sein, dass es nicht mehr geht, dass man alles über Gold macht. Wurde wohl jetzt balanced irgendwas? Meine Goldtaktik geht wohl jetzt angeblich nicht mehr. Boah, so eine Tante. So. Irgendwo kraucht hier aber noch was rum. Kann nur eine Decke sein.
Wäre wahrscheinlich gruselig, wenn man selbst spielt. Ja, ich glaube auch. Also ich finde es jetzt auch nicht mega gruselig, aber die Jumpscares sind schon manchmal nice. Insasse, Alter, männlich. Elektrischer Stuhl, Zeugen 0. Bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, von dem wir dachten, er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Alter, was? Seid bitte sorgsam, wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen anseht. Das Wachpersonal muss wissen, welche leistungsfähigen Gefangenen sind, damit es nicht auf Fällen kommt. Okay, das ist strange. Ich dachte die ganze Zeit, er wäre behindert und dann läuft er einfach seine letzten Schritte selber. Stark. Aber wir haben den Dingsschlüssel immer noch. Ach da, guck mal. Zentrum von Silent Hill liegt die größte Touristenattraktion der Stadt, der Toluca Lake. Das haben wir schon mal gelesen, oder was? War das nicht schon mal? Mir kommt das so bekannt vor. So. Gewehr. Und Munition, weil wir noch nicht so viele haben. Okay, jetzt haben wir noch ein Gewicht oder zwei gefunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich werde mal speichern, weil sicher ist besser. Da müssen wir nicht alles nochmal machen. Sind hier natürlich Viecher, weil Türen aufgegangen sind. So, Schlangehammer. Das ist jetzt hier schon offen. Nee. Irgendwas ist jetzt aber auf. Ach ne, die Tür ist wahrscheinlich zugegangen, oder? Ah, okay, alle Gewichte sind dann die Sau. Der hirnlose Ochse. Der war ganz vorne. Habe ich gefunden. Ja, ohne Waffe ist halt schon krasser, die kriegst du da nicht einfach runtergeschossen. Wir sehr runterbaiten, aber.
Jemand schleicht nachts durch die Zellen, tragt schon wieder. Aber das Gefühl, die spawnen nach. So viele wie das sind. Es ist falsch, zu stehlen, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf nichts besitzen. Darf der Aufseher stehlen? Nein, er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen. Ich werde besitzen. Okay, geil. Das hat sogar Sinn gemacht, auch wenn es verwirrend war. Klinke brauchen wir. Okay. Ja genau, ich lag von der Wand und es fährt trotzdem an. Ah ja. Schlüssel gefunden. Morgendlicher Rundgang. Störung gemeldet. Blabliblub. Da brauchen wir die Klinke. Okay. Ist die Musik schon wieder so meh? Dafür ist der Schlüssel. Zweimal angegriffen, der Kerl.
Ist eigentlich schon wieder für ein... Ah ja, hier sind wir. Okay, verstehe. Messer. Oh, damit kommen wir vielleicht in die Tür da, oder? Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät, ich gehe spazieren. Kluger Junge, hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir können beide ein Bad brauchen. Ja, hier das Behilfsmesser jetzt. Tatsächlich. Das ist auch ziemlich simpel immer, wa? Rennen ans andere Ende der Map. Hol da was, damit du dann die Tür am anderen Ende wiederum aufmachen kannst. Es kommt. Ich weiß, dass es kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird hineinkommen. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann es schaffen. Ich bin fast durch. Aber er ist nah. Ich kann es spüren. Er kommt, um es zu beenden. Soll er nur kommen? Ist das wieder der Kanisterkopf oder was? Direkt in der Toilette vergewaltigt, Alter. Harte Worte. Phoenix. Ja, das ist echt krass gemacht, man sieht kaum was, ey. Er macht das Licht an, Junge. Die werden dich nicht retten. Okay. Nämlich. Wer sagt denn, dass ich Hilfe brauche? Sprach er, halb tot. Ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt. Ich habe es dir gesagt. Du wolltest nicht hören. Er ist hier. Oh, das ist doch der Kanisterkopf, oder? Ich mich vielleicht nochmal heilen?
Alter, dieses Klacken ist aber schon krass. Du denkst dir, jedes gleich kommt was. Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich zugeben. Ich meine, irgendwas muss ja die Viecher hier getötet haben. Lebt hier wieder alles. Geht's runter. Mal orientieren, da ist der Ochs da. Haben wir jetzt alle Gewichte? Ich glaube schon, oder? So, jetzt müssen wir was aufkriegen? Oder die genau die Mitte? Weil beim Vogel waren wir auch noch nicht. Beim Eber auch nicht. Ey, warte mal, ich muss... Das sind vier Gewichte, oder? Die da unten Slots haben. Aber muss ich jetzt noch... Ah ne, ein Gewicht fehlt mir noch. Wir müssen zum Bird. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber gut, warte mal. Beim Ochsen waren wir, bei der Schlange waren wir. So, irgendwas übersehe ich. Beim Eber waren wir noch nicht. Okay, let's go. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen Beschäftigungstherapie, merkst du das? Du musst jetzt durch alle Räume so, ja, okay.
Lene, merkst du das, Lene? Lene, du Kleine. Der Eber. Glaube ich hier rechts, oder? Ja. Ich kann mir heute das erstaunlich gut merken, das ist voll ungewohnt. So untypisch für mich. Krankheit unter den Gefangenen. Energie könnten jetzt eigentlich mal wieder rausrücken, oder? Wenn es hier so viel Kämpfe gibt. Was finden wir jetzt hier? Wieder ein Foto. Ein Foto! Das ist ein sehr weiser Spruch, Chat. Das ist ein sehr, sehr weiser Spruch. Ein alter Mann ist immer vorbereitet. Wisst ihr Bescheid? Was auch immer da kommen möge. Weil sicher ist besser und so. Die Wachen halten uns für Zebra. Ich hab's gehört, Alter. Kleines, mieses Scheißvieh, Alter. Hä? Wieso habe ich denn da jetzt Schaden bekommen, weil der runtergefallen ist? Ist er mir auf den Fuß gefallen oder was? Der kleine, miese, miese Peter. Halt hier echt immer so ein bisschen ruckhaft umgucken. Yumi, mach's gut, schlaf schön. Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie Hilfe? Ich wusste nicht, dass das die Frauentoilette ist. Tut mir leid. Schon weg.
glaube, ich habe sie, erschreckt auf Toilette. Ernte, was du gesät hast. Die guckt Fernseh. Die Tante guckt Fernseh, Leute. Müssen die Gewohnheiten sein. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz. Aber ich weiß, es gibt einen. Ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Erinnere mich immer an die Klicker, das ist so krass. Hallo. Sie haben mir Kabelanschluss leider nicht bezahlt. So. Schluss mit lustig, hier wird nicht mehr Fernseh geguckt. Heilen, aber er heilt sich nicht. Erste Mal gestorben, so richtig, richtig. Aber ich hatte auch gerade irgendwie einen Fehler. Ich wollte mich heilen und der hat zwar angesetzt, die Spritze, aber hat sie nicht. Und dann war ich irgendwie abgelenkt. Naja, zum Glück haben wir gespeichert. Das kannst du jetzt nicht machen! Jetzt noch gruseliger hier. Sieh doch, dass du mich von hinten knüppeln willst, du kleine Miese. Ich knüppel dich gleich von hinten. Fangen hier alle Schmatze an, die Krankenschwestern. Drück doch ausweichen. Jetzt hängst du da drauf. Was machst denn du hier für Disco? Setz dich mal gerade hin. Denk ja mal an deinen Rücken.
sieht's hier aus wie eine Rosine. Junge, trink doch mal was. Was auch immer. Ja, was denn nur noch alles? Sag mal, ist jetzt gerade hier Sonderaktion bei Punkte oder was? Hm. Elegant, junge Damen. Autsch. Komm hier nicht raus, Alter. Was ist das denn? Der nimmt aber auch die Scheißpfütze nicht. Na, ohne Waffe ist das schon. Aber noch eine. Es ist schön, dass euch das Spaß bringt, wenn ich im Stress bin. Der kleinen Miesen. Wie hänge ich denn jetzt hier fest? Energie noch vielleicht? Ah, das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Wiederhole das Untersuchungen. Keiner der Untersuchungen Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Da ist Energie. Ich glaube, der Kanisterkopf kommt auf jeden Fall auch noch. Ist das denn die letzte Welt? Hat jemand Bock mal zu gucken? Lösungsheft oder so? Also langsam reicht's auch, muss ich sagen. Was schreiben, ich weiß aber nicht was. Ich muss Pippi. Ich muss mal ganz schnell Klo, Leute.
Danke, Chaos. Gute Nacht, Dora. Schlaf schön. So, mal gucken, was wir da hinschreiben sollen. Ich weiß nicht. Aber auch geil, dass Mario das nicht zu Ende spielt, weil sie zu viel Schiss hat. Geil. Hä, aber was soll ich denn jetzt da hinschreiben? Verdammt. Sick. Wow. Oh, nice, das ist genau das, was ich brauchte. Zum Glück haben wir es ausprobiert. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt hier gleich nochmal was. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hä? Okay, hat sich das jetzt hinten anschleichen oder was? Bin ich denn jetzt? Ich hab gerade ein bisschen den Überblick. Ach ja, hier oben bin ich. Hier mal aufgeschlossen. Wir müssen wieder. Komme ich denn jetzt noch mal zur Waage? War doch hier, oder ne? Oder laufe ich jetzt wieder irgendwo, wo ich schon war? Verwirrt. Ach, hier waren so viele, weil ich die nicht getötet habe. Oh, hier ist noch was. Hier war ich doch. Okay, hier bin ich falsch auf jeden Fall. So, dann mussten wir hier raus. Aua, warum greifst du denn schon wieder dreimal an? Ich hab mich verlaufen. I don't know wohin. Hier glaube ich, wa? Nach unten. Hä? Ja, ich kann ein bisschen verlaufen. War das Frauenklo. War die Besucherzelle? Ja gut, dann gehe ich halt hier einfach zurück den Weg. Ich war gerade irgendwie komplett lost. Also nicht, dass das oft vorkommt, aber. So, warte mal, da ist jetzt der Ochse, dann ist da hinten. Das, wo ich hin will. Genau. So, jetzt ist die Frage, was fehlt denn jetzt noch? Der Vogel war? Beim Vogel waren wir noch nicht. Aber muss ich denn überhaupt noch zum Vogel?
Wieso kriege ich jetzt das andere nicht gewählt? Ah. Das ist ein Mühe zu schwer. So, das ist jetzt der Vogel. So, Joe. Ich bin echt mal aufs Finale gespannt. Ich will echt nur wissen, wie es zu Ende geht. Ob ich die mal doch tot machen sollte hier. So, hier ist der Vogel. Der Vogel! Ist einfach so unfassbar dunkel hier. LOL! Er ist jetzt da eingesperrt, weil er mir hinterhergerannt ist und das dann zusammengekracht ist, aber das war eigentlich nicht Plan des Spiels, glaube ich. Den da einzusperren. Ist eigentlich noch jemand im Chat, der überhaupt aufpasst? Jetzt mal ganz ehrlich. Doch alle, seid doch alle im Lurk, weil ihr Schiss habt. Oh, warte mal, da ist ein Gewicht. Ist ein Gewicht? Aber auf jeden Fall, guck mal, was das für eine Zelle ist. Das ist ein Zacken. Das ist die, du warst nicht artig, Zelle. Einigermaßen versucht gerade, das Handy mit dem TV zu koppeln. Ist doch einfach. Drahtlose Übertragung. Brennender Mann. ...436 Zuschauer bei einem Konzert. Fliegende Frau. Mir das jetzt merken? Irgendwas? Gerade noch rechtzeitig gesehen. Komm mal raus da jetzt bitte. Kann das dann Geräusche machen ohne Kopf? Palim, palim. Klappt endlich. Ich warte, bis du im Stress bist. Bin ich im Stress? Ich bin nie im Stress. Der schreckt mich auch nie. Dieses Spiel ist einfach so dunkel. 40% von diesem Spiel steht aus Schwarz.
Nicht jetzt auf dem Fernseher. Willst du mich erschrecken, sag mal? Das kann in die Hose gehen. Aber du hast ja nicht mal eine Anhöhe. Ich spiele das Spiel auch mit Absicht schnell. Merkt ihr das? Also ich renne halt auch immer und so. Ah, erschreckt man sich nicht so schnell, wenn man einfach an den Gegnern vorbeirennt, wenn du langsam läufst. Guck mal, da ist es, steht der nächste. Und B will ich ja eigentlich auch mal fertig werden mit dem Ding. Das sind zwei Füße aneinander, siehst du das? Ah. Abaddon macht das Licht aus. Nur für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeit zwischen den Insassen wurde der Gefangene D239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. Immer diese Dies. Hä? Ja, mal auf die Kiste. Wir gucken mal. Okay. F5, 6. F6. F5, F6. Und hier komme ich gerade. Achso, das sind jetzt die hier, wa? Die hier wahrscheinlich. Ah. Hier war das Gewicht. Ich wusste nicht mehr, dass es noch ein Gewicht gibt. Leichtes Gewicht. Was? Oh oh. Es tut mir leid, ich konnte es nicht zulassen, dass ich dich mitnehme. Und jetzt bist du. Du bist nicht dort, oder? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach ja, da hinten war ja die Treppe. Wer auch immer da an der Tür geklopft hat. Was ist eigentlich die Story? Ich sehe immer nur Schnipsel von dem Spiel. Wir suchen jemand, oder? Ja, wir suchen unsere vor 3 Jahren gestorbene Frau. Frag mich nicht, warum er so eine Hobbys hat. Och, hör mal. Hä, und jetzt ist hier auf einmal draußen.
Das ist eine lange Suche. Ja, ich glaube auch. Da kannst du lange suchen, mein Freund. Oh. Ah, guck mal, da ist sogar der abgezeichnet. Okay, und jetzt müssen wir das Schwert hinbekommen, damit sie das da fallen lässt und wir dann da reinkommen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt die goldene Mitte treffen. Wir werden erstmal das große runternehmen, da hinstellen und hier jetzt noch ein leichtes Gewicht draufstellen. Ah, scheiße, war so kein Kakao. Ja, puzzeln und puzzeln und puzzeln und puzzeln. Ach so, ja, warte mal, das kann ja nicht sein. War das vielleicht? Ne, wir müssen links Gewicht wegkriegen. Nee, warte mal, jetzt. Okay, Houston, I'm a little bit verwirrt. Ja, gut, die Frage ist jetzt. Wie komme ich denn in die Kackmitte? Scheiße. Ach, warte mal, ich habe eine Idee, hä? Das ist doch gar, kann doch gar nicht so. Hä, aber was ich nicht verstehe ist, wenn ich gar nichts drauf mache, ist es doch die Mitte oder was? Achso, ne, ist es nicht. Das ist dieser Müh. Ist das, dass dann dieses Müh, was dann in die Mitte geht? Aber. Boah, ist das gar nicht so einfach. Dass du da die richtige Kombo hast. Oh, warte mal. Ist immer ein Stückchen zu weit. Kann doch nicht sein, Chat. Ist doch mittig jetzt. Scheiße. Mach halt jetzt auch nur so, wie ich probieren war. Irgendwann wird es schon stimmen, so nach dem Motto. Es einfach nicht mittig geht. Kacke. Ah.
Hey, warte mal, wenn das jetzt so ungleich ist. Das leuchtet auch schon so eklig, dieses. Was stand denn da nochmal? Die einmal auf das bei. Verstehe ich nicht. Muss ich überhaupt die Mitte treffen? Wahrscheinlich, ne? Macht ja Sinn. The Holy Bim Bam, herzlich willkommen. Leute, ich hasse sowas. Doch nicht. Das flutscht immer vorbei. Jetzt. Lecco mio! Na, was passiert jetzt wieder? Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quieken. Die Kinder daneben, niemand von ihnen entkam mit ihrem Leben. Boah, Alter. Aber wir hatten einen brennenden Mann. Achso, jetzt muss ich da unten das... Denn ich bin blitzschnell aufgebrochen. Mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich, der Tugend wert, solange sich beim Reichtum mehrt. Das war der klaut. Warte mal, der klaut. Was haben wir denn hier? Ich stahl das Brot. Ah, warte mal, was vielleicht? Ich stahl das Brot, brach die sieben Gebote. Nein, ich bin kein Gottesmann. Mein Grund, der geht dich gar nichts an. Denn ich bin blitzschnell aufgebrochen. Meine Opfer blank und Knochen. Was kümmert mich, die Tugend wert, solange sich mein Reichtum mehrt. Frage ist, ob hier noch was mit Clown ist. Die Sonne küsst den Horizont. Ich zerschnitt den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein, denn deine Schätze sind Nummer... Ah, hier mit blanke Knochen. Das macht Sinn. Mutter, liebste Mutter mein, deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagst du nur, als mein Messer in dich... Warte lang, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht, er bekam, was er verdient. Der elende Wicht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt das einfach wieder zuordnen. Hallo. Du brachst mein Bein, um mich zu schwächen. Du zogst mir die Zähne, so konnte ich nicht sprechen. Um mich zu betäuben, gabst du mir Pillen. Nun muss ich dich töten, um meinetwillen. Was?
So schöne Gedichte, ist so, oder? Wie bist du hier gelandet? Hast du nach dem Spiel gesucht oder schreibst das erste Mal einen Chat und hast gefollowt? Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wieder hin. Sie schreit nicht und weint nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Die war, warte mal hier, wo war das jetzt hier mit dem? Brachst mir die Beine zu schwächen, zuckst mir die Zähne nicht zu sprechen und betäubst mir Pillen und das würde ich fast hierher pflanzen. Die Wahrheit ist, ich zögere nicht, als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht. Er kannte die Regeln, sie waren ganz klar. Wer sich gegen mich stellt, dessen Ende ist nah. Mit einer Klinge. Aber irgendwas muss ja. Vergib mir, Kind, ich hab versagt, dich zu erretten von der Qual, die dich plagt. Die dich liebte, die dich gebar. Sie war ein Monster. Ah, okay, das ist das mit der Mutter. So, was, sie brannten hell? Okay, das mit dem Feuer ist klar. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hat man hier? Ich stahl das Brot, brach seine Gebote. Dein Gottesmann, mein Grund, geht dich gar nichts an. Wenn du es noch wissen musst, ich trat nur ums Herzenslust. Ich sehe Gier. Die Wahrheit ist, ich zögere nicht, klinge sein Gesicht. Wartete lange und ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht, er bekam, was er verdient. Der elende Wicht, die Wahrheit ist, ich zögerte nicht, als meine Klinge zerschnitt sein Gesicht. Er kannte die Regeln, sie waren klar, wer sich gegen mich stellt, ja, das passt doch, oder? Irgendwas haben wir aber noch falsch. War reiner Zufall, war auf der Suche nach Abwechslung. Hast einen sympathischen Eindruck gemacht. Nice, danke. Dann herzlich willkommen auf jeden Fall. Was interessiert dich denn so für Spiele? Und warum Abwechslung? So Streamer-mäßig Abwechslung, weil du immer denselben oder dieselbe guckst? Oder wie meinst du das? So Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen puzzeln jetzt hier. Was passt denn nicht? Ich stahl eines anderen Brot, brach die sieben Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann, mein Grund, der geht dich gar nichts an. Wenn du's dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Das passt doch, oder? Es geht dich nichts an und wenn du es trotzdem wissen musst, das würde ich sagen, passt auch. Oben das mit dem Feuer passt auf jeden Fall auch. Sie brannten. So, was haben wir jetzt hier noch? Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ihr Vater vertraut das Gesicht. Ja, hier das ist das falsch. Die Sonne küsst den Horizont. Ich zerschnitt den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein. Deine Schätze sind nun mein. Denn bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Körper blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich des Zugend wert, solange er sich mein Reichtum wehrt? Ja, das passt auch eigentlich. Verdammt. Oh, warte mal hier. Hä? Das hat doch gerade Düdüm gemacht, oder was? Hä? Ich kann auch nichts mehr klicken. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. So, da haben wir überall Haken dran. Zieh einmal am angefransten Ende des Seils.
Was für ein Seil, Leute? Achso. Wait, what? Zieh einmal am angefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihr Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Tugend, hier war doch irgendwas mit Tugend. Was war denn das mit der Tugend? Da, Tugendwert. Was kümmert mich der Tugendwert, solange sich mein Reichtum wehrt? Ich würde jetzt einfach mal an der 4 ziehen. Oh oh. Oh, war das richtig? Ich lebe zumindest noch. Hätte man noch was anderes ziehen können? Chill mal! Mal diese Frankfurter Ghetto-Gören. So, ich zocke und gucke alles Mögliche. Komm immer auf die Stimmung an. Momentan habe ich Resident Evil 2 Remake angefangen. Boah, mega gut. Gutes Game auf jeden Fall. Und ich hatte das Interesse, mir ein paar deutsche Streamer mehr anzuschauen. Wie lange streamst du schon? 7 Jahre? 7? Ich glaube 7. 7 oder 8. Warte mal. 7. Sieben müssten es sein. Glaube ich. Schon ein bisschen auf jeden Fall. Echt lange. Ja. Aber ich mache halt immer so mein Ding. Und zock auf jeden Fall keine Hype-Games, nenne ich es mal. Ich zocke immer viele Indie-Games und so. Immer gegen den Strom, weißt du? Oh, warte mal, bin ich jetzt woanders? Lul. Okay, das war das Falsche. Jetzt muss ich so lange irgendwo ziehen, bis ich... Hä? Jetzt noch mal, Chat. Ziehe einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend. Was ist denn die Tugend? Ich bin nicht so drin in diesem Gotteszeug. Tugend. Kraft, Macht, gute Eigenschaft, Fähigkeit, Vorzüglichkeit. Warte mal, dann das vielleicht mit der Mutter? Drei vielleicht? Gute Eigenschaft. Na, hier steht oben, ziehe einmal am angefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Eine gute Eigenschaft. Vergib mir, mein Kind, ich habe versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Sie, die ich liebte, die dich gebar, sie war ein Monster. Das hier ist doch gut, oder? Die 3. Komm, wir probieren mal die 3. Das ist doch auch nicht.
bin ich jetzt schon wieder gelandet? In welcher Grotte? Woher weiß ich denn jetzt, ob ich jetzt richtig bin? Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, tatsächlich. Aus dem Krematorium, oder? Ah, okay, wir sind in der nächsten Map. Ah, jetzt springt er wieder ins Nichts. Ich habe gedacht, jetzt kommt langsam mal der Boss. Ich glaube, die Animation war ein bisschen anders, ja. Der Winkel, der hat mehr von vorne geguckt, glaube ich. Aber eigentlich ging es ja da jetzt um den Vater, der den Sohn liebte, und die Mutter war halt ein Monster. So, aber immer wenn wir in so ein tiefes Dingsbums springen, sind wir in der nächsten Map. Das Problem ist, ich will halt nicht in die nächste Map kommen. Ich will jetzt das Finale triggern, gerne, danke. Aber er springt einfach runter ins Nichts. Nee, dann solltest du solltest auf jeden Fall die gute Eigenschaft auswählen, Lene. Und das war ja der Vater quasi. Beim Vater stand nämlich nichts mit Mord und Totschlag. Ganz schön laut. Da muss mal der Hausmeister ran. Die Eins war, wo die Nonnen und Kinder lebendig verbrannt sind, also. Ich glaube, das war nicht gefragt. So, okay, Leute. Dann sind wir jetzt unten und können speichern und hoffen mal, dass jetzt der Boss kommt und nicht wieder irgendeine neue Map. Weil langsam reicht's dann auch mit dem Spiel, würde ich sagen, oder? Weiß nicht. Das halt wiederholt sich halt auch immer alles jetzt. Sind wir da unten im Haus. Schon wieder vergessen, wie unsere Frau eigentlich heißt. Mia, oder? Und eine Maria haben wir getroffen. Die war richtig horny auf uns. Was ist das hier eigentlich schon wieder für ein Haus? Schick. Musste sein. Nee, wird halt Zeit, dass das Spiel durch ist, weil es ist ein eher durchschnittliches Game. Haben, glaube ich, alle so übelst hochgelobt. Wenn ich mich nicht täusche, dann haben die hat das auch echt gute Bewertung bekommen. Aber ich finde, so gut ist es halt nicht. Hätte es deutlich besser machen können. Aber man hatte halt nicht mich als Game Director, war ist ja klar. Hm. Please. I'll be good, I promise. Sie wieder da? Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. Ich glaube, bei Resident Evil gibt's auch eine Mia, ja. Daddy! Kumpel, du hast da einen Tisch in dir.
würde jetzt einfach mal wegrennen, wa? Weil da kommt ein wandelnder Tisch auf mich zu. Entschuldigung, sind für heute Renovierungsarbeiten angekündigt. Das Problem ist, ich glaube, ich muss es bekämpfen. Und dann ist wieder das andere Problem, ich kämpfe ohne Waffen. Das könnte jetzt schwierig werden. Nicht ein Hit? Da fällt aber die Tür ins Haus. Ja, ist so. Eieiei. Habt ihr das gesehen, wie gut ich das gemacht habe? Das muss man ja jetzt ja einfach mal sagen. Das darf ich mir jetzt aber auch mal zugutehalten und mir virtuell auf die Schulter klopfen. Ey, Tante, wo bist du schon wieder hin? Ah, ihr Papa kommt wieder. Easy, sagt er. Ja, weil ich Pro-Gamer bin, das ist ja auch klar, oder? Also ich würde schon sagen, meine Skills sind schon nicht so schlecht. Gibt deutlich schlechtere Gamer, Streamer, wenn's wer wollt, YouTuber. Okay. Harry Potters Besenkammer. Was bist denn da, Quebec? Du weißt genau, dass das stimmt. Brauchen wir wieder einen guten Platz, wo wir den bekämpfen können. Man muss aber sagen... Quebec, du verarscht dich. Der bildet sich das doch schon wieder alles nur ein, oder? Doch hier alles schon wieder kokolos. Ich laufe doch hier schon wieder im Kreis. Das ist doch dieselbe Besenkammer von Harry, die wir gerade hatten. Schnell war er denn jetzt unterwegs? Komm her, Junge! Hier gibt's Umarmung.
bisschen verwirrt. Warte mal, von hier kam der rechts raus. Warum hat die den Tisch gerade Daddy genannt? Da war eine Katze, hat die gehört. Das ist aber auch wieder so eine Szene, wo ich mir denke, so, muss das sein? Jetzt renne ich hier vor einem Tisch, beziehungsweise ich renne ja nicht mal vor ihm weg. Jetzt renne ich hier wegen dem Tisch im Kreis. Hallo Night Shifter, dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Aber es speichert schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann haben wir den Spuk hier bestimmt gleich geschafft. Aber Kanisterkopf wird doch der Boss sein, oder? Ja komm her, mein Großer! Jo, Papa umarmt dich! Noch zu früh, warte! Noch wird nicht umarmt! Warum ist der eigentlich eins mit dem Fisch? Kann ich den überhaupt besiegen? Oder muss ich wegrennen? Der sieht für mich gerade so unbesiegbar aus. Ah, wir haben ihn. Ah, wir haben aufgetischt. Tja, gut, rast du nicht mehr um? Angela. It's okay. Calm down. Don't order me around! I'm not, I just... It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. Übrigens, Holy, bist du noch da? The same with you. You're only after one thing. Bin-Bam? Angela, Fire. Please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. Schau gerade auf der Crest. Was meinst du? Jo, Matze, mach's gut, schlaf schön. I hate you. I hate you. Mich hasst sie, wieso? Angela, ich jetzt nicht verstehen. I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you.
I just want to get my Mary back. Mary hieß er. Nicht Mia. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. I never. Unverzeihlich. Ich schaue auf der MetaQuest deinen Stream. Daher dauert das Tippen ewig. Aber was hast du, was? Schaue gerade auf der MetaQuest? Was ist denn MetaQuest? Kenne ich gar nicht. Aber mir geht's auch gut soweit. Danke, Nightshifter. Also klar, kann immer besser gehen. Aber cool, dass du mal wieder reinschaust. Ich schon eine Weile nicht gesehen. Wir haben schon gedacht, wir haben dich verloren. So, jetzt geht das echt noch weiter. Ey, bitte nicht nochmal so eine Map quasi. Ich nenne es jetzt immer mal Map. Also sozusagen der Hof war eine Map, das Gefängnis war eine Map. Aber warte mal, wir sind aber zurück hier in den Häusern. Warte mal, die Häuser, die sagen mir was. Die Häuser sagen mir was, aber... Huch. Hab ich gar nicht gedrückt. Hier spukt's. Was ist das denn? Labyrinth. Hammer fertig. Seltsame Wand. Aber bis jetzt ohne Pistole durchgekommen, wa? Ohne Waffe. Krass. Ah. Maria, Maria. Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James. What are you talking about? Just before. Don't you remember? James? Honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria.
I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Das ist die VR-Brille von früher, Oculus. Dabei ein riesen Bild offen, aber auf der Luft das dazu zu tippen, oha. Hey, ich verstehe ja gar nichts mehr bei dem Spiel. Ich verstehe die ganze Story nicht. Bin ich zu blöd, Chat? Oder gibt es noch jemanden, der die Story von Silent Hill nie verstanden hat? Was ist das jetzt hier schon wieder? Wie viel kommt denn da noch? Geht auch noch. Wie viele verschiedene Mechaniken und Rätsel wollen Sie einbauen? Antwort: Ja. Nightshift für 3 Monate. Dankeschön für den Resort. In 1-1 FD Resort im 3. Monat kleiner als 3. Dankeschön. Und jetzt? Komplett lost, Leute. Jetzt hänge ich auch noch fest. Ich
Aber ich kann doch das jetzt nicht drehen, oder? Weil dann ist es doch wieder zu. Guck mal, ich muss nach da oben links. Ah. Den muss ich auch noch lassen, bevor ich ins Bett muss. Morgen letzter Tag, dann 3 Wochen Urlaub, dann schaue ich euch öfter rein. Wünsche euch ja. Dann schlaf schön und einen ruhigen letzten Arbeitstag. 3 Wochen, Alter, krass. Der jetzt gefragt, ob du was geplant hast, aber das frage ich dich dann beim nächsten Mal. Da musst du nicht weiter Luftgitarre spielen. Huch, da geht's rein. Da nicht. Seil durchschneiden. Wir müssen das Seil durchschneiden. Ja, nochmal ein kleiner Aufruf für die Leutchens, die vielleicht mal Bock haben, bei YouTube in unsere Weltreise reinzugucken. Oben am Chat angetackert, wir waren auf Weltreise. Der ist unten runter. Folgen wir mal dieser nicht zu übersehenden. Blutspur. Okay, die war eine Finte. Ah, ne. Darf ich jetzt hier wenigstens mal die Wand kaputt tüdeln? Zweiter Urlaub in diesem Jahr erst. Erst war Resturlaub vom letzten Jahr. Hab nichts geplant, nur abschalten, erholen, am See baumeln lassen. Ah, okay. Ja gut, dann mach dich ins Bett und dann hören wir uns die nächsten Wochen, Tage, wie auch immer, wie du Bock hast. Hä, und jetzt? Was soll ich jetzt hier? Jetzt habe ich... Ich verstehe es nicht. Wozu ich jetzt hier reingegangen bin. Von hier komme ich, oder? Das ist einfach so verwirrend hier alles. Ha!
Auslauer. Zusammen und weg. Und weg. Wieder ein Loch zum Reinfassen. Müssen wir eh reinfassen, also ist auch egal, ob wir X drücken oder nicht. Feuerzeug, nice. Damit kriegen wir den Dings durch. Schlecht, dass der mich erwischt hat. Quebec, bist du eigentlich da? Ich wollte dir da noch was erzählen. Falls du es noch nicht weißt. Bin ich denn hier eigentlich so nicht? Oh, na, du schaust das bei dir ohne. Manchmal bist du auch weg. Gib's doch zu. Muss ich denn hier überhaupt hin? Ich bin ein little bit verwirrt. Auf jeden Fall nicht. Gestern hat Fritz reagiert. Fritz hat reagiert und hat sich geäußert zu Stefan und seinen Aussagen. Und hat tatsächlich einige Sachen widerlegt. Das heißt, bei Stefan darf man auch nicht alles glauben, das ist so krass. Beziehungsweise, Stefan hat ja gesagt, dass das so gecuttet ist, dass er schlecht dasteht. Und Fritz meinte nur, Fritz kennt alle Aufnahmen bis Tag 9. Ach, das geht nicht. Ach, das ist nur ein Feuerzeug. Doch. Hä? Scheiße, ich weiß nicht mehr, von wo ich komme. Aber dann weißt du jetzt schon mal, hat der Folge gespoilert, dann weißt du jetzt schon mal, dass sie auf jeden Fall bis, dass einer auf jeden Fall bis Tag 9 kommt. Aber hier war ich gerade drin, oder? So, das mal merken. Da, wo das Band ist. Und hier waren wir auch drin, richtig? Ist das nervig. Ja. Ja, 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 ja. Wo waren wir denn noch nicht? Oben waren wir noch nicht. Quasi rechts. Das gibt's nicht, Quebec. Also hier kacken gehen während des Streams ist verboten, das ist ja klar, oder? Anwesenheitspflicht, kennst du auch? Ach, von hier komme ich, oder? Mensch, ey, ich bin lost, sagst du, wie es ist. So, hier links. Hier ist auch nichts. War aber überall. Da müssen wir wieder, warte mal, hier konnte man noch irgendwie was. Boah, drei Sachen. Feuerzeug, doch, wahrscheinlich das Feuerzeug und Benzin oder so. Shit.
Okay, also von hier kommen wir. Dann gehen wir jetzt mal gegenüber von dem Hängedings rein, aber da waren wir halt auch schon überall. Scheiße. Wo waren wir denn noch nicht? Guck mal, da unten waren wir noch nicht. Genau gegenüber. Rechts durch die Tür und dann Müll geradeaus. Müssen wir jetzt eigentlich auch was finden. Die Dings nicht kaputt da. Dir nur die Kommentare von gestern durchlesen. Alle so ja nur Gelaber und nicht ein Beweis. Bei der Aussage, gib mir ein Messer und ich mach das alleine, hätte er ja alleine weitermachen können. Ja, ich verstehe auch nicht. Also die Aussage, die habe ich auch im Discord gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das war auch wieder so ein Ding, warum der Typ halt auch schwierig ist. Ohne Gegenstände und alleine hätte er das tausendmal besser hingekriegt und so, ja, genau. Die Arroganz nimmt er sich raus. Da rumpelt's im Kühlschrank. Schatz, Essen ist fertig. Feuerzeug. Ah, oh, nee, das Öl, Benzin meine ich. So, jetzt fehlt nur ein Teil vom Feuer. Das Feuerzeug selbst fehlt noch. Tja. Gut. So, die Frage, wo wir das schon wieder herkriegen, das habe ich irgendwo übersehen, ich wette. Scheiße. Muss oben sein. Linke Tür, weil die anderen beiden Türen haben wir jetzt einen Haken.
Alter, ich hab extra ausweichen gedrückt. Mist, ich bin falsch abgebogen. Zurück und geradeaus. Aber auch Damage, Alter. So, und jetzt geradeaus in das Ding, oder? Oder oben? Ich glaub geradeaus. Hab eben ein paar gesehen, die waren komplett zerstört von... Was? Zerstört von Insekten? Der Typ hat sogar Fliegenlarven im Körper, heftig. Uah. Schon hart. Ich wollte einfach mal den Blut. Hier war ich doch. Hier habe ich nichts gefunden. Oder habe ich irgendwas übersehen? Was ich nicht ausschließen würde, aber... Ist halt auch einfach übelst dunkel hier, was... Nicht wieder da unten? Ja, das ist falsch. Eigentlich hier sein. Um links. Hier habe ich gedacht, aber hier ist ja nichts. Es fehlt noch eine Sache, und zwar das Feuerzeug. Wo finde ich denn das scheiß Feuerzeug, Chat? Weiß das jemand im Chat zufällig? Wahrscheinlich nicht, wa? Weil keiner von euch das gespielt hat. Da das jetzt schon ziemlich spät ist, und ich ehrlich bin, keine Lust habe zu suchen, google ich jetzt. Tatsächlich irgendeine Badewanne, was?
Scheiße, wo war denn das jetzt mit dem Kühlschrank? Das war da rechts, oder? Hier brauche ich den Schlüssel nämlich. Habe ich tatsächlich wieder irgendeine Schublade übersehen. Krass. Aber auch nicht einfach. Kühlschrank. Ihr kommt in eine Küche, der Kühlschrank verhält sich verdächtig. Macht ihn auf und kennt ihr. Dann geht durch die Tür neben dem TV. Ja. Hinten rechts im Regal steht Heiltrank. Dann verschiebt den großen Schrank und ihr kommt wieder auf das Flurgitter. Lauft geradeaus und dann rechts um die Ecke durch die nächste Tür. Rechts um die Ecke durch die nächste Tür. Geht nach links und durchsucht die Schublade links. Hä? Den Schlüssel gar nicht, verdammt. Irgendwo das Büro übersehen. Wow. Ist das nervig. Wo war der doch? Unten. Unten habe ich irgendwas übersehen. Scheiß, fühle mich trotzdem immer trifft, obwohl ich ausweiche.
So, hier ist das Loch. Riegelt die Tür im nächsten Raum. Dann müsst ihr wieder über ein Gitter rennen. Wobei ihr mit Ausweichen startet, weil der Beste schon auf euch wartet. Rennt durch, es gibt keine Abzweigung und durch die nächste Tür. Ach, da unten. Jetzt bin ich wieder hier. Was? Hier war ich noch nicht. Lol. Guten Tag. Was Licht aus. Shit. Komm nicht wieder zurück. Hör mal jetzt. Jetzt kommen wir weiter. Zu kurz, sagt er. Ist schon ganz gut so. So. Ist die Lösung wieder weg. Lecker. Jetzt kribbelt er wieder seinen Arm nicht hoch, diese Sau. Okay. Das geht nicht. Gruseliger Gang. Thank you.
ist das Ding. Direkt erstmal speichern. Muss schon wieder pinkeln, ne? Trinkt zu viel. Ich sehe, es macht noch Spaß, meinst du nicht? Du wärst schon fast am Ende. Ja, ich will auch, dass es endlich vorbei ist, aber. Es zieht sich ganz schön wie Kaugummi. Frage ist, warum er das jetzt gemacht hat, weiß er halt auch nicht. Wollen wir jetzt ins, runter ins Düstere springen, oder was? Ich muss pinkeln, ich bin gleich da. So, was ist denn jetzt? Party hart. Und Jump. Oh, reicht jetzt auch, ey. Wie viel ist denn das noch? Brauche eigentlich nur eine Lösung gucken. Wir sind jetzt auf Seite 42 von 54, Alter. Krass. Ich habe gedacht, das ist bald zu Ende. Also sonst gibt es Spiele, wo ich mich freue, wenn die länger gehen. Aber hier ist halt so, reicht jetzt. Jetzt sind wir wieder hier, was? Machen wir hier nicht gerade? Das sind jetzt zwei so männlich Zeichen. Ne, weiblich Zeichen? Ach, was weiß ich. Ist das, was wir gerade hatten, oder? Oh. Die hat man gerade, die weiblichen Fall.
sieht besser aus.